Hi, Carsten hier von Body Extreme. Heute mit dem Complex Carb Gainer von der Firma XXL Nutrition. Ja, also wir haben hier einen Weight Gainer. Weight Gainer sind eigentlich Produkte, ja, da habe ich persönlich nicht so den Fokus drauf, aber das Produkt ist durchaus interessant und es sind ein, zwei Sachen mir aufgefallen, das dürfen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also als erstes, wenn wir die Dose aufschreiben, wir haben hier Schokogeschmack. Und das ist dann schon mal so eine kleine Überraschung. Ich muss ja auch überall meine Nase reinhalten. Also wenn man riecht, es riecht quasi so, als wenn ihr euch morgens Haferflocken machen würdet und würdet da so einen Löffel Kakao quasi drüber machen. Also man riecht regelrecht den Hafer. Und das ist halt, finde ich, super, weil die Kohlenhydrate in dem Gainer kommen vom Hafer, Hafermehl bzw. von braunem Reispulver. Und das wirkt wie ein komplexes Kohlenhydrat. Wir haben hier einen Weight Gainer, der bei 100 Gramm Pulver gerade mal knapp 2 Gramm Zucker hat. Und das finde ich dann wirklich schon überraschend. Ja, das ist ja schon kein reiner Weight Gainer, das ist ja schon ein Mahlzeitersatzprodukt und das finde ich eigentlich super. Es gibt auch Weight Gainer, da haben wir keine 2 Gramm Zucker drin, da haben wir 20 Gramm Zucker drin. Und von daher haben wir hier wirklich ein Produkt, was absolute sportorientiert ist und was absolute Top-Qualität hat. Ja. Zu dem Eiweiß ist es ein Mehrkomponentenprotein drin, unter anderem ist auch ein micellares Casein drin, also das Casein, was dem schonendsten, besten Herstellungsverfahren hergestellt wird. Also auch da hat die Firma XXL wirklich auf Top-Qualität geachtet. Ich bin eigentlich, wie gesagt, kein Freund vom Gainer. Aber ich werde den Gainer auf jeden Fall mal probieren. Einfach als Zwischenmahlzeit 100 Gramm Pulver sind etwa 40 Gramm Eiweiß, 40 Gramm Kohlenhydrate und man holt sich halt fast keinen Zucker mit rein. Und das finde ich wirklich hochinteressant und deshalb solltet auch ihr das Produkt mal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.